Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde, zu neuem Video. Wir haben heute wieder ein Exot aus Japan. Und das ist ein Toyota. Ja. Wie sagt man? Toyota. Also ein sehr schönes Fahrzeug. Farbe ist unschlagbar, kriegst du nicht schmutzig. Der ist übrigens gar nicht gewaschen. Ja, ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter. Ja, ist nicht schlimm. Schmutzig, ne? Aber dafür sieht man das Auto am besten. Also das Ding ist komplett in einem originalen Zustand. Das ist ein Toyota Crown. Version 2, glaube ich, ne? Ja, S-Lit V, Version 2. Genau. Komplett original, die Felgen sind original. Auf diesen Felgen sind ja Winterreifen drauf. Ja. So war gewünscht. Was wir auch gemacht haben, nur die Scheinwerfer umgebaut. Ne? Und zwar haben wir die umgebaut auf Halogenlinsen. Standlicht ist hier. Das ist jetzt Fernlicht, Abblendlicht. Umgekehrt, Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht und Kurvenlicht, genau. Hat er auch übrigens noch. Ja. Was auch bei den Toyotas üblich ist, die haben Nebelscheinwerfer und zwar in Gelb. Ja, viele diskutieren darüber, ob das so normal ist oder nicht. Das ist sogar besser als normal, weil die beste Farbe für Nebel ist Gelb. Ja, Gelb und ist einfach kontrastreicheres Licht. Richtig, und das ist einfach mal am besten, was man machen kann. Ja, an sich ist der Wagen von der Größe her wie so eine 5er BMW. Ja, sowas Pi mal Daumen. Auf jeden Fall schon 5er Klasse. Also Kofferraum ist riesig, das kann man ja am Schluss zeigen. Das ist für Yakuzas damals sehr wichtig gewesen, der große Kofferraum. Und der hat einen etwas kleineren Kofferraum, weil er im Innenraum ja eine Besonderheit hat. Genau, das zeigen wir euch gleich. Aber an sich, wie gesagt, so kam der aus Japan mit den schönen Windabweisern, mit schwarzen getönten Scheiben, was auch meiner Meinung nach für so ein Auto absolut ein Muss ist. Und wie gesagt, jetzt die eine oder andere wird ja sagen, ja, die Felgen stehen so ein bisschen innen, das ist so ein bisschen Toyota-Krankheit. Ja, aber für die Ingenieure haben sich das so überlegt. Und wenn das jemand nicht möchte, gibt es 1000 Felgen, die man verbauen kann. Ne? Na, ist ja auch eben, ist ja auch ein Vorteil, dass man da richtig breite Felgen später reinkriegt. Ich zeige das mal von der Seite. In mir ist es auch eben, ich bin ja hinterher gefahren hinter dem Auto. Und von hinten sieht das da ein bisschen aus wie X-Beine, weil da wirklich... ihr seht das ja, guck mal, meine Hand, wenn ich die jetzt hier rein tue, bis ich den Reifen berühre, da sind schon fast 5 cm Platz. Ne? Und vorne ist das ja ähnlich. Genau. Ja, von oben, da geht meine Hand schon ein ganzes Stück rein, bis wir da an der Kante sind. Aber ist ja nicht schlimm, deswegen macht man ja auch Tuning, damit das am Ende besser aussieht. Tuning, ne? Ja. 17 Zoll Felgen und zwar unterschiedliche Bereifung. Vorne hatte 200 15er, 45er, 17 Reifen. Ja. Und hinten hat er 225, 45er, 17. Und das ist auch in Ordnung so. Macht man das nicht, gibt es Probleme mit ABS-Steuergerät. Und dann zeigt er auch Fehler, weil die Radumdrehungen falsch sind. Ja, ich muss dazu sagen... Wobei das Hinterantriebler ist trotzdem. Normalerweise, wir hatten ja schon mal einen Crown hier, der kam auf 16 Zoll. Diese 17 Zoll Felgen sind... optionales Ausstattung, was du dazu kaufen konnte, ausschließlich bei Crown der Serie 2. Die meisten haben aber diese 17 Zoll Felgen genommen. Dann. Genau. Bei diesem Crown, was man sehen kann, hinten steht gar nichts von Modellbeschreibung, von Motorisierung, vom Getriebe, von allem. Also da steht einfach nichts, was auch in diesem Falle, denke ich mal, gar nicht mal so verkehrt ist. Aber normalerweise ein Athlet wie bedeutet schon was. Und zwar, dass der einen spezifischen, beliebten, legendären Motor hat. Ja. Ein JZ GTE. Ja, ja. 6-Zylinder-Reihen-Motor, 2,5 Liter mit Turboaufladung. Genau. Normalerweise würde das da dran stehen. Das ein S-Lit V ist, aber hat jemand entfernt. Dafür sind diese optionalen Crown-Embleme hier. Die hat auch nicht jeder Crown. Ja, das stimmt. Und was ich zeigen möchte, ich zeige erstmal mal Motorhaube. Mhm. Innen kommen wir noch gleich. Mache ich mal auf. Die Dinge sind auch ziemlich beliebt. Ja, das sieht auch echt schön aus. Also die leuchten grün, sobald das Licht an ist. Und man sieht das als Fahrer, wenn man groß genug ist, im Dunkeln. Ich habe das auch gesehen. Der meint mich vielleicht. Nein, nein, nein. Aber es gibt ja Leute, die noch kleiner sind. Die werden das, ja, das Spaß nicht sehen. So, typisch Japaner. Typisch 6-Zylinder-Reihen-Motor. Typisch geil, kann man nichts anderes sagen. Und trocken. Warum? Weil wir schon ein paar Sachen hier gemacht haben, aber jetzt nicht viel, ne? Einiges muss hier noch gemacht werden. Genau.
Aber die Standardsachen wie Ölwechsel etc. haben wir durchgeführt, weil das ist A und O. Wenn ein Kunde uns fragt, ja, warum muss ich das machen? Ja, mach doch selbst, kein Problem. Aber zum TÜV-Prüfer bringen wir die Autos nicht, ohne mindestens Ölwechsel gewechselt zu haben. Oder wenn nach Wunsch, dann machen wir alle Flüssigkeiten, Filter etc. Alles neu, wie es sein muss. Ja, hier muss ich tatsächlich gucken, was wir alles gemacht haben, was nicht. Schon etwas länger her. Gestern haben wir den Wagen vom TÜV-Prüfer abgeholt. Der ist hier übrigens jetzt zugelassen. Also kann jetzt sofort zugelassen werden. Der Kunde kommt übermorgen das Freitag, Auto abholen. Richtig, heute ist Mittwoch, genau. Ja, was natürlich hier typisch japanisch ist, das hier. Ja, Tuning-Hupe, blöd. Das ist so lustig, ey. Die sehen so aus. Aber mal ehrlich, genau. Kleine Fanfaren. Genau, Fanfaren. Das aber ist aber auch, glaube ich, das Einzige, was hier im Motorraum nicht serienmäßig ist. Ich weiß nicht, ob der Luftfilter... Doch, doch, ist alles serienmäßig. Drück mal, ich kann nicht mit einer Hand. So, mach du mit beiden. So. Ah ja, frische Luftfilter haben wir gemacht. Der ist neu, aber kein originales. Kein Tuningfilter. Genau, so gesehen. Braucht man nicht. Genau. In diesem Fall, weil wenn du schon machst, dann machst du halt die Verrohrung, ja, dies, das und alles. Haben wir gemacht. Ja, haben wir schon alles gemacht. Der Wagen hat übrigens 104.000 gerade mal. Also gerade mal für den Motor ist das so. Einfahrungsphase vorbei. Ja, die halten wirklich ewig. Der ist von 2003. Ja. 10. Monat soll das sein. Ja. Und wie gesagt, der ist komplett original. Automatikgetriebe, Viergang? Ja, Viergang. Wobei ich auch sagen muss, jetzt ein oder andere wird ja sagen, hey, Viergang-Getriebe, der frisst doch Sprit ohne Ende. Stimmt überhaupt nicht. Also ich bin mit dem gestern gefahren. Wie gesagt, das ist gut, was der mitmacht. Ja. Du fährst auch damit zügig 120, 160, 180. Mit niedriger Drehzahl, ne? Richtig. Ja. Die haben das so gut gemeistert, also muss man einfach mal Hut ab. Ja, der letzte Gang ist sehr kurz übergesetzt. Ich glaube aus dem Kopf, ich müsste es jetzt nachgucken, 0,75 ist die Übersetzung im vierten Gang. Also wirklich. Und das mit einem 3,9er Endübersetzung vom Differential. Also man fährt, glaube ich, deutlich unter 3000 Umdrehungen, wenn man 120 fährt. Ne? Der ist kräftig da. Also du brauchst ein bisschen aufs Pedal zu gehen. Der ist sofort da. Ja, also den Motor hast du ja genannt. Die Leistung kannst du uns ja nochmal verraten. 280 PS hat der Wagen. Und ich glaube 380 Newtonmeter. Sowas um den Dreh. Und der ist original so. Und das ist natürlich, wie gesagt, A und O. Ne? Für so eine Maschine, also für so ein Auto, so eine Maschine ist super. Ja. Also da haben gestern auch Leute geguckt, die kennen das Auto nicht und denken sich, ja, was ist das für ein China-Produkt? Ja. Der ein oder andere weiß ja vielleicht, dass ich sowas selber habe. Ich kann nochmal auf die Unterschiede eingehen. Also Unterschied zum Chaser Cresta Mark II, also zum JZX100. Wir haben hier keinen Viskolüfter verbaut, sondern ihr seht hier von der Seite zwei elektronische Lüfter. Und wir haben hier auch so eine halb elektronische Drosselklappe, also Seilzug betätigt, die nimmt aber nur ein Signal und betätigt dann die elektronische Drosselklappe. Das ist der Unterschied ein bisschen zu den Vorgängermodellen, also das ist die letzte Ausbaustufe von dem 1JZ GTE und es sind noch kleine andere minimale Änderungen. Ja, aber die haben das wahrscheinlich aus Komfortabilität gemacht. Und der hat auch eine höhere Kompression als die anderen. Mhm. Also man hat hier ein bisschen was verändert. Resultat ist natürlich 2003er Baujahr, fragen sich einige, was für eine Abgasnorm hat das Ding? Euro 4 erfüllt er. Und das sind unter anderem diese Sachen, die dazu beitragen. Aber die werden bei uns, glaube ich, als Euro 3 trotzdem eingetragen. Ich muss mal noch gucken. Nicht Euro immer. 4 im Schnitt. Euro 4, ja? Okay. Ja. Weil das ist halt so, das ist so ein Knickmoment oder Knickpunkt. Ja, aber an sich, wie gesagt, das Auto kam aus Japan. Genau das hat der Kunde sich gewünscht. Genauso haben wir den auch Steiger gekauft. Genau. Ja, wir hatten, man muss dazu sagen, das haben wir gar nicht gesagt, glaube ich, das ist tatsächlich ein Grade R, also ein Unfallwagen gewesen. Aber um ehrlich zu sein, wir haben alle nicht gefunden, wo der Unfall passiert sein soll. Also es soll ein Frontschaden gewesen sein mit dem meinst du, der genau, Unfall? Genau, das ist es. Also fette Hummel ist auf den Spiegel geflogen, ist Lack abgeplatzt. Das ist halt ein Sonnenschaden. Ne? Ja, also es soll hier vorne was gewesen sein und ein Kotflügel ersetzt worden sein, unter anderem. Aber wir haben auch beim Ausbau der Scheinwerfer oder so keine Verformungen überhaupt nichts gefunden. Es gibt hier, es wurde fachmännisch repariert. Überhaupt, dann fachmännisch. Weil es gibt ja äußere Kotflügel und innere Kotflügel. Ja. Nichts ist verbeult, nichts ist verborgen, gar nichts. Also nirgendwo Naht oder so, Rost. Oder warum wir uns auf einen Grade R eingelassen haben, kann ich ja auch kurz erzählen. Ich habe ja das Fahrzeug gesucht. Der Kunde hat einen speziellen Wunsch, was das Fahrzeug haben sollte im Innenraum. Also klar, richtig. Serie 2 Crown, damit der ganze Kunststoff schwarz ist. Komm, ich filme dich und du zeigst das. Und da gehen wir weiter auf die Rücksitzbank. So, da ist der du Martin. Hast aber den Schlüssel, glaube ich. Ja, Martin sagt Hallo, genau. Schlüssel habe ich, oder was? Genau, du müsstest den Schlüssel haben. Hier, bitteschön, guck mal, hier. Dann, Übergabe. Dankeschön.
auch hier, ne? Crown, kleine Krone drauf, so wie auch auf dem Lenkrad. Warte Sekunde, ich muss ja konzentrieren. Auf dem Lenkrad, auf den Feldenkappen, überall habt ihr das. Besonderheit bei dieser Crown-Ausstattung, seht ihr, wenn ich den Schlüssel reintue, erinnert euch vielleicht an den Aristo, den wir vor kurzem gefilmt haben. Bei dem geht das Ganze ja auch elektrisch. Und Serie 2 ist besonders schwarzer Kunststoff alles und in schwarz. Dem Fall alles schwarz, weil Lederausstattung, auch die Sitze etc. Was der Kunde aber unbedingt haben wollte, zeig mal mit dem Lenkrad, zeig mal, das war gut. Wolltest du das nochmal zeigen? Nee, das steht dann quasi, weil ich habe. Achso, er hat es wieder weggezogen, ne? Genau, zack. So, und wenn ich den Schlüssel rausnehme. Genau, das ist das. Also auch nicht bei jedem Crown, bei deinem. Genau, meiner hat das nicht. Also ich wusste das bis eben nicht, mir ist es eben aufgefallen, dass das ein das ist auch ein Zusatzfeature bei dem ist. Und Lederausstattung hat der Wagen. Und das war sein Wunsch ebenfalls, in schwarz. Genau. Ja, wir hätten auch Stoff genommen, aber Leder ist jetzt so gekommen. Der Unterschied bei dieser Lederausstattung ist, oder was? Warte mal, ich mach von der Seite. Ja, komm von der anderen Seite rein. Wir haben hier das berühmte Kühlfach. Für bis zu 6 Dosen, mitgekühlt durch die Klimaanlage. Bier. Klaut uns in dem Fall ein bisschen Kofferraum, aber hier kann man über die Klimaanlage dementsprechend seine Getränke kühlen. Und auch besonders, was ich auch nicht habe, diese Rücksitzbank kann sich elektrisch bewegen, wie ihr seht. Auch das hat mein Fahrzeug nicht. Das ist geil. Ja, das hatte auch der Crown VX von Jana. Den können wir euch hoffentlich nochmal in einem späteren Video irgendwann präsentieren. Das hat es auch nicht, ne? Diese Becherhalter besitze ich auch nicht. Ich habe auch hier keinen weiteren Ladeanschluss. Was ich aber habe, ist hier unter dir dieses Klima- und Radiobedienteil. Jetzt gehe ich von der anderen Seite. Für die hintere Klimaanlage. Also auf jeden Fall. Und das ist ja sehr interessant. Und wegen dem Kofferraum. Ja, gucken wir gleich. Also, der ist trotzdem groß. Und ja, zwar natürlich. Sehr groß. Ich mache dir mal die Tür auf und dann zeigen wir das noch. Guck mal, warte mal. Geh nochmal zurück aus dem Auto raus. Das ist wieder typisch Japan. Wir haben hier noch die Werksfolie von der Einstiegleiste auf der Tür. Also Grüße an den Besitzer, viel Spaß das abzumachen, das ist einfach verrückt, ne? 20 Jahre alt. Das ist nicht nur einfach verrückt, sondern einfach sehr verrückt. Und auf der Seite auch. So, das wollte ich euch eben zeigen, also man kann von hier hinten die Klimaanlage, das Radio etc. steuern und auch ein elektrisches Sunshade haben wir. Ja, das also, ist ja. Trotz verdunkelter Scheiben. Hier kannst du das betätigen und vorne und ist vorne auch noch auch, ein genau. Knopf hier. Ja. Ist auch in der Mitte, so steht, und dann geht quasi hinten die elektrische. Ich glaube, ich muss den Schlüssel reinmachen und dann können wir das mal demonstrieren. Kann man machen. Also zusätzliche Sonnenblende. Genau da und dann geht das und zack. Ist auch gar nicht mal so verkehrt. Ja, zusätzlicher Sicht- und Sonnenschutz für die hinteren Passagiere. Jawohl. Ja, das gefällt mir. Und ansonsten haben wir hier diese typische Chauffeur-Funktion. Also wer hinten links sitzt, kann sich hier selbstständig an dem Sitz Platz machen. Und zwar, wie ihr seht, eine ganze Menge Platz. Oder, was ich zum Beispiel bei meinem gemerkt habe, wenn bei mir vorne kurzer schläft, kannst du dann auch legen. Bei dir klappt sogar die Kopfstütze ab. Ja, aber ich meine so zu mir quasi, weißt du, ja, so legen. Ja, ja, also und dann schläft er bequemer, das ist einfach nicht verkehrt. Ja. Hier natürlich die Griffe, wenn zum, eine... Zum Wegwerfen. Wenn der Papa anfängt zu rasen, so was natürlich, das ist auch geil. Ja, Zeitungshalter. Genau, und was mir gefällt, also diese Stadt Holz, was die hier gebaut haben quasi, ja. Das ist schön von der Farbe her. Du kannst ruhig mal da hinten bleiben. Ich zeig dir noch was. Bleib ruhig mal sitzen. Das ist auch Crown-spezifisch hier diese Abdeckung. In dem Fall, wir haben verschiedene Systeme. Hier haben wir einen 6-fach-CD-Wechsler, meine ich. Ja, 6 steht drauf und Kassette. Es gibt auch eine andere Version von diesem Radio. Da gibt es zum Beispiel Einfach-CD. Ach ja, das ist DVD. Die ist aber nur für die Navigation, ist die DVD gedacht. Ne? Oh, können wir mal gucken, ob der eine drin hat. Ich habe, glaube ich, keine. Nein. Nee, hat keine drin. Radio- und Klimaelemente kann man hier per Touch steuern. Ich habe es heute mit den... Auch Swing. Swing-Funktion, ja, sehr wichtig. Ja. Auch. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die Crown-spezifisch sind. Wie gesagt, hier gibt es verschiedene Varianten mit CD, Minidisc, Kassette, Aschenbecher, Becherhalter.
Habe ich gestern benutzt. Zum Laden, ja. Genau. Ja, der typische Innenraum ist schon ziemlich cool. Und ja, deswegen habe ich das Fahrzeug ja auch selber gekauft. Ich wollte ja auch einen haben. Und bin auch sehr zufrieden damit nach wie vor. Und ich würde sagen, mach mal erstmal Kofferraum. Wir machen den Kofferraum einmal auf. Genau, der ist gut. Da kann ich auch was zu sagen. Du musst das nicht unbedingt zeigen. Aber bei allen Crowns, ich glaube bis heute, ist die Kofferraumöffnung elektrisch in der Tür. Ja, und das ist gar nicht mal verkehrt. So, und wegen Größe, also mal ehrlich, ich weiß es nicht. Ja, ist ein bisschen weniger. Ein Hauch weniger Platz. Also du kommst da rein ohne Probleme. Ja, und das ist wirklich auch so groß, das kann man ja auch mal zeigen. Ah, ja. Der Crown hat unter dieser Plastikabdeckung ein vollwertiges Ersatzrad. Also eine komplett originale Crown-Felge befindet sich noch hier drunter. Man sieht hier den Reifen. und es ist ein komplett vollwertiges Ersatzrad einfach drin. Ne? Ich glaube, die Felge ist genauso gleich, was ja, der drauf müsste hat. Müsste ne? sein. Können wir doch mal nachgucken. Guck mal. Genau, das ist die. Ja, das ist die. Geil. Nagelneue, schöne Yokohama. Von 03 der Reifen. Alter. Was mich das wundert, ist, dass die Felge tatsächlich 7x17, das ist also eine vordere Felge, die andere ist 7,5 normalerweise. Aber was mir noch nie aufgefallen ist, dass die tatsächlich sogar, um Gewicht zu sparen, hier hohl gegossen sind. Das ist mir bei der Serienfelge bis jetzt noch gar nicht. Das ist ja eigentlich unnötig, es ist nur rein, um Gewicht zu sparen. Ne? Ja, aber so machen die das. Und was du nicht erwähnt hast, was man eben machen kann. Was ist das für ein Box? Ja, da ist nochmal ein zweiter Innenraum-Luftfilter drin. Ich habe euch ja eben das Bedienteil der hinteren Klimaanlage gezeigt. Und das ist nochmal der zweite Luftfilter für die hintere Klimaanlage und für den Air Purifier nennt sich das System. Also ein Luftreinigungssystem nochmal. Also wie die Holländer sagen, Luft. Luftfilter. LEDs verbaut, naja. Ja, das war aber nicht so das Schlimmste, weil der TÜV-Prüfer, da habe ich auch den hingewiesen. Und er sagt mir, pass auf, bei neueren Fahrzeugen ist das gang und gäbe. Ja. Und es ist nicht so, dass das quasi ins Gesicht leuchtet oder sowas. Also passt alles. Von wegen Leuchten, ein Kaufgrund für mich waren ja mit die Rückleuchten. Ich finde die richtig, richtig toll, muss ich einfach mal so sagen. Genau, da kannst du auch Unterschiede erklären, warum alle diese Rückleuchten haben wollen. Warum? Genau, also beim Serie 2 Crown ist dieser helle Streifen hier unten. Sieht halt insgesamt schöner aus mit den 6 Leuchtelementen. Haben wir in Serie 1 Crown, befindet sich dieser helle Bereich oben und das ist nicht so schön rund. Ja. Auch eine Besonderheit, bei Toyota können wir das relativ häufig machen. Bei anderen Fahrzeugen müssen wir ja Nebelschlussleuchten nachrüsten als LED. Hier und bei vielen Toyotas können wir das integrieren. Und zwar mache ich das gleich mal an. Die inneren beiden Leuchten sind jetzt keine Bremslichter, wenn ich bremse. Korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle, aber ich bremse mal. Ja, das stimmt. Die sind nur außen, also von 6 äußere 4 quasi. Weil im Winterpaket gibt es nämlich die Möglichkeit, das auch zuzubuchen, dass man dann da von Werk hier die Nebelschlussleuchten drin hat. Ne? Ja. Und da ist auch schon von Werk eine Doppelfadenbirne drin. Wir müssen also den Schalter nachrüsten. Ja, das ist bei Toyota ein bisschen komplizierter und mit der Verkabelung. Genau, das ist schon recht aufwendig. Aber es ist natürlich eine schönere Lösung, dass man das so machen kann. Muss man ja auch ganz klar sagen. Auch deswegen fragen uns die Kunden ab und zu, ja, das kostet ja mehr und sowas. Ja, ich sage, ja, natürlich, bei einem Impreza zum Beispiel Innenraum auseinanderzunehmen, ja, dauert halt nicht so lange wie bei dem. Ja, der Teppich ist gefühlt mit 2 Klipsen fest. Und hier hast du pro Quadratzentimeter 10 Klipse. Also die Komfortabilität kostet halt. Die Wertigkeit der Fahrzeuge ist anders, was jetzt nicht heißt, dass der Impreza schlecht ist. Dafür ist dieses Auto natürlich sehr schwer und eigentlich etwas weniger sportlich. Das ist eine Luxuslimousine, die kräftig ist. Aber dafür ist halt die Geräuschdämmung höher. Das ganze Material in typisch Toyota, sehr robust und sehr langlebig gebaut. Ne? Also, ich würde sagen, ich mache schon mal den zu. Mach den mal zu. Und überall so ein bisschen. Ich zeige noch ein bisschen was. So sieht das Ganze aus. Also wie gesagt, für mich auch sehr cooles Auto. Sehr cooles Fahrzeug. Früher, als die nur rauskamen, gab es das bestimmt Warteschleife da drauf, weil die Autos sind ja sehr interessant. Viele sagen, ja, es sind die interessant. Ja, manche sehen so wie Mercedes aus, sonstiges. Aber also der Crown sieht wie Crown aus, muss man einfach dazu sagen. Na, und wie gesagt, da kommt der andere. Guck mal, Leute, wie das aussehen kann.
wenn ein Crown ein bisschen getunt ist. So. Jetzt kann der Martin über eigenes Fahrzeug erklären. So ein endlich. Endlich. Also nicht endlich, sondern endlich. Nein, ich sage endlich, weil ich ja schon auch ein paar Videos zu Hause tatsächlich für das Auto vorgedreht habe, aber wir noch gar nicht dazu gekommen sind, den zu zeigen. Und das sollte ja auch so ein kleines Projekt werden, was wir mit dem Auto machen. Und das werden wir auch noch tun und fortführen. Also wir werden das auf jeden Fall in Teilen zeigen, Stories etc. Genau. Auf jeden Fall. Nur halt jetzt ist die Gelegenheit da, haben wir uns überlegt. Warum nicht? Man kann auf jeden Fall sehen. So, ich filme die beiden, Martin, erstmal. Ja. Das, wie gesagt, so ein originales Auto und so ein getuntes, wie das quasi aussieht. Ja. Also. Deswegen, also es ist. Ich kann ja währenddessen, geil. Kann ich einfach, während du das zeigst, kann ich ja ein bisschen erzählen. Also wir Komm, haben ich hier, filme jetzt dein Auto. Werksmäßig eine Lippe, die ist beim Kombi als optionales Zubehör, passt aber 1:1 an die Limousine dran. Es gibt ja noch hintere, glaube ich, bei dir, oder? Hintere gibt es, die passt aber nicht 1:1 dran. Die muss man anpassen. Die ist in der Länge etwas länger und in der Breite etwas breiter. Kriegen wir gemacht. Habe ich ja schon zerschnitten, können wir dann demnächst machen. Was mir noch fehlt, also gerade nicht montiert ist, aber schon zu Hause liegt, sind die Schweller. Ja? Also es gibt also vom Kombi auch Schweller, die 1:1 passen. Die setzen dann in dieser Höhe hier an, gehen bis hier, gehen dann runter. Natürlich sind die breiter und etwas tiefer. Das fehlt dem Auto jetzt gerade noch. Was er bekommen hat, ist ein KW-Fahrwerk, Variante 3 kann man hier verbauen tatsächlich. Das ist auch das Schöne beim Crown, dass man hier tatsächlich Fahrwerke auf dem europäischen Markt findet. Wenn ihr sowas braucht, schreibt uns an, ne? Wir helfen sehr gern, weil wir uns schon da tot einfach informiert haben. Absolut, und der Nico plant ja auch schon ein Fahrwerk, also verstehe ich auch warum. Ne? der Nico hat zum Beispiel die Option, ein STXTA-Fahrwerk zu fahren. Ja. Felgen sind hier jetzt schon drauf, Folk Racing Felgen, und dann seht ihr, man hat halt super viel Spielraum im Radkasten, weil wir haben jetzt vorne eine 9 Zoll breite Felge, 9x18 ET27, hinten einfach geil, 10x18 ET37. Ich muss das zeigen. Geil. Das Auto wirkt halt anders dadurch. Ne? Ja. Ich bin halt auch hinterher gefahren, das sind halt dieselben Autos, aber ganz unterschiedlich. Wobei, damit man solche Felgen montiert, muss man ja ein bisschen was an der Karosse machen. Ja, natürlich. Also die Kanten sind umgelegt und zwar komplett. Deswegen sind die gerade auch, ja, was soll ich sagen, braucht man nicht verstecken. Die sind so ein bisschen verbeult und rissig. Der Karosseriebauer muss hier nochmal dran. Also der Lack ist 100% gerissen hier. Das ist übrigens zu der Frage. Manche sagen, jo, kann ich etwas größere Felgen verbauen? Natürlich. Ja, muss man da lackieren? Ja, ja, Leute, ganz einfach. Wenn wir das machen, wir wissen, auf was man da achten muss. Wir haben auch Karosseriebauer, der quasi Fremdleistung anbietet und eigenen. Problem ist an der ganzen Geschichte, du steckst ja nicht da drin und du weißt ja nicht, ob das platzt oder nicht. Also, ja, aber so viel, wie man hier umlegen muss, kann man quasi mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass das beim Crown reißt. Aus verschiedenen Gründen. Wir haben jetzt hier in der Mitte oder hier, da sind ja normalerweise solche Chromleisten auch befestigt. Und in der Kante dahinter gibt es Löcher. Und diese Löcher sorgen dafür, wenn man das zieht und wenn man das umlegt, dass das reißt. Du erinnerst dich auch an den weißen Crown VX, da ist ja sogar der Kotflügel vorne eingerissen deswegen. Von Jana, ja, ja. Genau. Das ist ein Crown. Die mag ich nicht, diese Chrome-Geschichten. Ja, also der Karosseriebauer hat auch ein bisschen geflucht, muss ich ehrlich zugeben, aber er hat es hinbekommen und den Rest würden wir auch noch mit Verzinnung der Karosseriepfeile wieder gerade ziehen. Und dann gibt es auch Farbe da drauf, aber dazu erzählen wir später mehr. Genau, also mit den Felgen haben wir verstanden. Was sind das für Felgen überhaupt? Folk Racing GTV, also ja, Modell vom japanischen Markt aus Baujahr 2004, also adäquat zum Fahrzeug. Ne, das ist sehr, sehr geil. Ja. Und zu dem Fahrwerk wollte ich noch was sagen. Ja. Du hast doch da was Spezifisches verbaut. Ja, natürlich. Also ich, da ich das Fahrzeug natürlich auch irgendwann ein bisschen sportlicher oder auch quer bewegen möchte, habe ich bei dem KW-Fahrwerk nochmal die Federraten angepasst, so wie das in Japan üblich ist. Das Fahrwerk käme von KW mit einer 8 Kilogramm Feder, 9 Kilogramm Feder vorne, 8 Kilogramm hinten. 8 Kilogramm ist die Kraft, die man braucht, um die Feder 1 mm zusammenzudrücken. Mhm. In Serie, habe ich mich informiert, sind das beim Crown 5 Kilogramm vorne und hinten. Dafür ist es so weich. Und wie gesagt, KW liefert mit 9 und 8. Ich fahre jetzt vorne 26
und hinten 19, also eine deutlich krassere Federrate. Es ist nicht mehr so komfortabel, aber es fährt sportlich. Jetzt denkt ihr, der ist bescheuert. In Japan fährt man manchmal 50-50 oder 100-100. Da ist die Feder so dick wie zwei Finger. Ne? Nee, das ist nicht bescheuert. Verrückt. Aber die fahren dann auch so tief, dass Leute, wir passen ne? das so an, dass das auch nicht nur legal ist, sondern auch legitim zu fahren. Ja. Was hast du denn? Du wiegst ja auch ein bisschen mehr als ich. Was sollen wir denn da machen mit 100 Kilogramm Federn? Da springt man ja, da drin. Ja, das hoppelt nur. Das, nee. ist dann wirklich static. Wir haben dann 0,0 Federweg so gesehen. Damit man das Auto, vielleicht. Aber dann fährt das Auto halt noch 10 cm tiefer, als er jetzt ist. Naja, ne? aber... Aber halt nicht in diesem Land. So ist das, wollte ich gerade sagen. Wir können nochmal den Innenraum vergleichen. Ich habe ja kein Leder. Hier, jetzt bist du da dran am Filmen. Genau, und du kannst gerne den Schlüssel mal reinstecken dann. Ja, weil bei mir passiert... Gar nichts. Gar nichts. Da piept nur. Da piept nur, er macht Lichter. Warte mal. Also ich habe genauso dieselbe Ausstattungsvariante hier mit dem schwarzen Holz. Die Außenfarbe, habt ihr gesehen, ist auch derselbe Lackcode. Aber ich habe halt hier Stoff. Und auch im Innenraum sind das hier vollständig schwarze Stoffsitze. Ich habe genauso das Sunshade. Da, ihr seht den Knopf hier in der Mitte. Ja, mal hinten ist gerade vermüllt. Da liegen noch Teile wie ein Sperrdifferenzial. Keine Ahnung, wer das braucht. Oh mein Gott. Hast du die Leiche auch extra reingeschmissen? Ja, ja, die bleibt da. Die riecht da einfach nur vor sich hin. Die riecht noch gut. Mir fehlt die elektrisch verstellbare Rücksitzbank. Mir fehlt in Anführungsstrichen das Kühlschrank. Es ist einfach eine andere Ausstattungsvariante vom Crown. Dir fehlt gar nicht. Das ist eine andere Variante. Dem Auto fehlt das quasi. Ja, und was auch fehlt bei beiden, muss man dazu sagen, das wäre dann die Vollausstattung. Die haben beide kein Schiebedach. Na? Schneiden wir rein. Ist denkbar. Ich bin aber froh, dass ich nicht habe. Schiebedach bedeutet nochmal weitere 20 Kilo. Ne? Ja, das stimmt. Und zweitens, wenn wir offen sind, wenn du da super geile Klimaanlage hast, automatische und alles perfekt, ja. Mit zwei Luftfiltern, mit weiß was ich was, nicht? Wofür brauchst du Schiebedach? Mal ehrlich. Ja. Also viele Kunden kommen zu uns und sagen, ja, ich möchte gerne ein Importfahrzeug haben. Wir sagen, ja, was denn? Das, kein Problem. Und dann fängt das an. Schiebedach, bla bla bla. Ich sage, bist du sicher, dass du Schiebedach brauchst? Weil die kriegst du ja schneller sogar als mit Schiebedach. Ja, es ist seltener, das Schiebedach. Und ob man das benutzt, so eine Frage, ne? Sieht cool aus, wenn man irgendwo steht, ja. Und das leicht gekippt ist. Guck mal, bei meinem Forester Daily benutze ich das, wann habe ich das aufgemacht? Ja. In 2 Jahren. Einmal, ja, das stimmt. Zum Reinigen. Aber das ist wahrscheinlich wie das Kühlfach. Wünsche entstehen, Wünsche können wir erfüllen. Und ja, und Tuning-Wünsche können wir auch erfüllen. Richtig. Das ist übrigens die schlimme Seite vom Fender. Hier sieht man das richtig deutlich. Also die haben wir zuerst probiert. Da ist es noch schlimmer geworden. Ich glaube, wie Johannes Lechmann damals, ne? Mit dem... Na, es ist schon mit dem Hammer... Nein, ich meine mit einem Rohr und dabei... Nee. Also es ist schon akkurat mit dem Hammer und warm gemacht, aber es hat alles nicht geholfen auf der Natürlich Seite. Natürlich nicht, das ist nur Spaß. Ja. Also, und ja, der Lechmann hat das auch gemacht bei dem Driftfahrzeug, also bitte nicht. Ja. Das ist unser Freund Johannes. Ja, was kann man sonst noch zu dem Auto sagen? Wir können jetzt nochmal, wir sind ja noch mit gar keinem gefahren. Da beide keine Abgasanlage haben, macht es keinen Unterschied, mit welchem gefahren. Das spielt ja keine Rolle. Ich würde sagen, wir fahren, mit dem. Du fährst, wir fahren das Auto. Ich sage auch warum, weil erstens, deinen können wir später noch filmen und Absolut. Diesen nicht. Und zweitens, muss man auch dazu sagen, in dem zu filmen, ist einfach ein bisschen komfortabler und leiser. Ich habe in dem Leder noch gar nicht in das Leder gepupst, das können wir jetzt mal probieren. So, aha. Ich mache mal den Sitz nach. Oh, vorne sind die Einstiegsleisten auch noch mit der Originalfolie. Aber ich habe andere, sehe ich gerade. Ich gehe noch mal zu meinem Auto. Ja, mach, ich bereite schon mal vor. Und schließe mein Auto auch ab, bevor wir wegfahren. Das machen wir. Auch eine gute Idee, ne? Machen wir. Haben wir die Schlüssel vertauscht? Nein. Doch? Ja, habe ich. Aber hast du das nicht aufgemacht? Ach ja, übrigens, kannst du ja Unterschiede zeigen. Guck mal. Ach, das ist der gleiche Schlüssel. Der gleiche Schlüssel, aber ohne Schlüssel. Und dann habe ich noch mal zwei separate irgendwie. Ist kaputt gegangen. Ja. Das ist ja auch dazu, weil ab und zu fragt man uns, warum kommen die Schlüssel einmal oder zwei. Ja, je nachdem, wie die geschickt werden, wir können die nicht nach... Ja, also wir können schon Schlüssel besorgen, aber wir können nicht bestimmen, was beim Fahrzeug dabei ist. Ne? Genau, das weißt du nicht leider. So, machen wir noch mal kurz auf. Ich habe hier auf dem Metall so ein... Fokussier dich, konzentrier dich. Einen goldenen Schriftzug. Und der andere hatte da was anderes. Wahrscheinlich auch wieder eine Werksoption. Wegen dem Gold.
habe ich mich auch für diese gerade goldenen, zwei Anrufe bekommen. Goldenen Enddeckel von den Lucknuts entschieden. Die gehören, die sind übrigens von Arthurs JDM Shop, die Lucknuts, von Sixpeed. Also Grüße an der Stelle. Hat er sehr zügig geliefert. Sehr guter Freund auch. Ich mache jetzt mal einen Schnitt und setze mich rein. Bist du soweit? Mhm. Zack. Schon cool. Weißt du mal... Übersetz mal. Was du mal probieren kannst, es gibt hier einen Trick. Vielleicht geht das beim Aristo geht das. Warte mal kurz. Nee, das ist noch nicht der Trick. So, jetzt ist Endstufe. Zack. Wenn man 12-mal drückt, auch bei deinem Celsior, kommt es nochmal 1 Zentimeter weiter raus. Warte. Jetzt musst du irgendwie so... Ja, das ist aber wenn jemand, der größer ist, so wie ich, hinten sitzt, ganz weit, dann ist das natürlich angenehmer, wenn das... Das ist wie so ein geschüsseltes Lenkrad gerade. Ja. Und jetzt muss man 12-mal zurückdrücken, damit man zurück... Nein. Es ist nur der letzte Zentimeter, kommt da nach 12-mal. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sollte man in dem Bereich auch nicht fahren. Ja, und ich krieg auch irgendwie, krieg ich das Display, kann ich ausschalten. Warte. Lass den doch an. Mich stört das manchmal von der Helligkeit. Zack. Yeah. Was ich dazu sagen möchte, im Raum gefällt mir schon, aber was mir persönlich nie so ganz gefällt, Tachoeinheit. Also bei meinem Celsius ist das schon ein bisschen hübscher. Mhm. Das ist so ein bisschen so, einfach mal so von oben beleuchtet. So, ja, irgendwo mussten sie ja sparen. Ja, mussten nicht, aber haben die. Haben sie. Aber er reguliert selbstständig die Helligkeit, auch am Tag, zwischen hell und dunkel. Okay, das ist geil. Das finde ich ganz gut gemacht. Und ja, in der Nacht sowieso. Er hat ja eine Automatik, wann das Licht angeht. Mhm. Hat Automatik, elektrische Spiegel und genau. Also wie immer so Toyota-typischen Schnickschnack. Ja. Ja, lass uns mal losfahren. Und du hast, glaube ich, auch, kannst ja Gänge runter und ach so, ja, ne? Wie beim Aristo auch, den wir gezeigt haben. Ich habe jetzt einfach die Reihenfolge festgelegt. Aristo wird zuerst geschnitten. Kein Problem. Ihr habt hier den D-Mode und den Manual-Mode. Zack. Und dann schaltet ihr über die Wippen selber. Und dann hast du das quasi da. Ja. Zack. Und dann kannst du ja schalten. So. Low ist, also L ist 1, wenn du ganz runter gehst. Von dritter Gang kann man anfahren. Du kannst von allen Gängen anfahren, tatsächlich. Ja, von vierter. Macht er wirklich. Nicht, doch, macht er. Er macht das. Also das ist geil. Ne? Ja. Wegen Schnee und sowas. Wenn ja, es schneit. Ja, einen Schneemodus gibt es ja auch nochmal. Also man kann hier das Automatikgetriebe auf Snow oder auf Power stellen. Bei Power sind die Schaltzeiten etwas aggressiver. Es und ist etwas länger, glaube ich. Genau, er dreht länger und schaltet stärker runter, wenn man durchtritt. Es ist nicht ganz genau dasselbe Getriebe wie im Aristo. Der Aristo hat nochmal, hatte ich ja erzählt in dem Video, ein besonderes Getriebe, was noch stärker ist. Durch eine andere Druckplatte hält das ja bis zu 550 PS und hat in jedem Gang Motorbremse, ohne dass ich auf manuell stelle, soweit ich weiß. Der hat ja auch zwei JZ-Motor und... Genau. Etwas... noch mehr Drehmoment, ja. Genau. Fast 100 Newton mehr, glaube ich, als der nochmal. Zwei Turbolader. Ja. Jetzt fahren wir das Ding. Oh, das ist schön, in so komfortablen Crown wieder zu fahren, ne? Also muss noch eins kaufen. Einen für den Alltag. Ich habe dir ja schon mal gesagt, ich würde dieses Auto als Umbau mit einem Dieselmotor ja total feiern. Sollen wir mal durchziehen, dann geht das. Ja. Ja. N57 BMW Dieselmotor rein. Das wäre schon ein Traum. Kann man machen. Zap, zap, zap. So, ich muss mal ganz kurz ans Telefon gehen. Oliver, du bist mitten im YouTube-Video. Bin ich live? Ja, bist du. Soll deine Nummer angezeigt werden oder ist das ein datenschutzrechtliches Problem? Ist okay, also kann ich keine asozialen Sätze bringen. Mach noch recht. Ich rufe dich gleich an, wenn wir fertig sind, ja? Ja, ist klar. Ciao. Dabei. Ja, wir fahren jetzt gerade so 60, 70, so was erlaubt ist und ey, das ist zum Einschlafen, ne? So. Ja, also das ist wirklich einfach chillen in dem Auto. Also sehr bequemes Reisen, es ist leise. Das stimmt und wie gesagt, mit Spritverbrauch ist das definitiv anders. Ich sag mal, absolut akzeptabel. Als gestern bei anderen Fahrzeugen. Erstmal das und absolut akzeptabel, wenn wir jetzt vergleichen. Du hast ja auch einen Subaru Forester 2 Liter Sauger. Ja, da reden wir von ohne Turbo und noch nur 158 PS. Oder also ein bisschen mehr mit Mapping, fast 170 PS. Aber trotzdem verbraucht dieses Auto
halt dasselbe fast, wenn man normal fährt. Richtig. Ne? Also erstens technische Unterschiede, Allrad- und Hinterradtrieb. Genau, ja. Enorm. Am Anfang ist das positiv, danach ist das kontraproduktiv, weil auf Autobahn... Verlustleistung ist einfach hoch. Ne? Aber der kann natürlich anhängen, kann ziehen, dies, das, Gasanlage, ja. Anderes Fahrzeug. Und mit dem Fahrzeug fährst du nicht im Feld jetzt. Nee. Mit dem anderen kein Problem. Die Getriebeuntersetzung hat mir schon mal den Arsch gerettet, wortwörtlich. Also das ist, es ist der Hammer, was der Forester kann, halt, muss man wirklich sagen. Aber ganz anderes Metier. Richtig. Und natürlich platztechnisch ist das viel größer, viel bequemer und sowas. Ja. Einfach ein anderes Fahrzeug. Ne? Ja. Und das ist auch nicht verkehrt, beides zu haben, ja? Ich fasse es nicht an. Aber du kannst es erklären. Also das habe ich ja auch schon mal erklärt, das ist das typische Toyota-Problem, dass dir das Sonnenblendenfach einfach kaputt geht. Das ist auch wieder gelb und verfärbt, vielleicht könnt ihr das sehen. Aber auf jeden Fall wird dieses Plastik brüchig und das fasse ich besser nicht an, das fällt mir sonst entgegen. Ja. Ja, das müssen wir irgendwie gucken, wie wir das reparieren, vielleicht mit 3D-Print. Kann sein. Ansonsten gucken wir mal, ich zeige euch mal hier Schminkspiegel mit Licht. Ne, könnt ihr in voller Pracht mein beleuchtetes Gesicht sehen, wer es möchte. Anderen schalten jetzt wahrscheinlich ab. Nein, nicht. Oder zuschalten umgekehrt. Ja. Wir warten, bis hier endlich mal abgebogen wird. Ich muss zugeben, ich habe dieses Auto noch gar nicht geschätzt, 100, 200. Aber es ist definitiv langsamer als der Thoms Aristo. Ja, das wird momentan noch deutlich über 15 Sekunden brauchen für 100, 200. Aber trotzdem, schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel 60 fährst ja. und auf das Gas drückst, kannst du filmen. Ich filme das, das ist drauf. Also ohne... Ohne Power war das genau. jetzt. Und dann geht er richtig nach vorne. Zack. Mhm. Also ist schon... Ja. Ja. Er marschiert. Ist schon kräftig, ist schon gut. Ja. Wem das Automatikgetriebe dann nicht emotionsvoll genug ist, dem kann man natürlich auch den Umbau auf Schaltgetriebe anbieten, muss man dazu klar sagen. Kostet aber ein paar Euros. Das kostet ein paar Euros. Das Getriebe kostet, ja, sagen wir jetzt mal neu bei Toyota, fast 5000 Euro. Eine Kupplung dazu, 1000 Kabelbaum, Euro. Abstimmung dazu, also Anpassung wenigstens, nicht Abstimmung. Ja, die Kardanwelle vor allen Dingen muss man anfertigen lassen. Ja. Oder anpassen oder dazu kaufen. So diverse Kleinteile, die können einem das Genick brechen. Man braucht ein Kupplungspedal. Man fährt im Idealfall ein anderes Bremspedal, damit das in derselben Höhe wie Gas ist. Dann braucht man noch diverse Leitungen und andere Sachen. Also in Japan kann man einfach mal so sagen, wird das ganze Swap-Kit komplett für mehr als 8000 Euro verkauft. Und dann ist das noch nicht verschifft und verzollt worden. Aber ja, man kann hier... dementsprechend Schaltgetriebe verbauen, wenn man möchte. Es gibt auch noch andere Alternativen, aber daran arbeiten wir gerade selbst. Ein bisschen und Zukunftsmusik. Richtig, bevor man jetzt irgendwie was Fertiges anbietet, lieber ausprobieren und dann anbieten. Ja, ich fahre noch ein bisschen eine Runde, damit wir da alles erzählen können. Und gleich drehe ich einmal und dann kann man ja, sage ich jetzt so, sehr gerne vielleicht sogar da. Oder willst du hier so Soundkulisse einmal Ja, du kannst machen. Es gibt ja noch nicht so viel Sound, da werden wir uns jetzt nicht so lange mit aufhalten, aber wir zeigen das Auto nochmal im Vorbeifahren und dann zeigen wir demnächst auch wahrscheinlich mal, wie man hier eine Abgasanlage baut von Abturbo und von Null konfiguriert und konzipiert. Ja. Das steht ja auch auf der Agenda, dass wir das noch tun wollen für mein Fahrzeug und übrigens auch für dieses Fahrzeug. Auch der soll theoretisch zu uns wiederkommen, eine Abgasanlage bekommen. Mhm. Steht später im Jahr. Ja, aber muss man auch dazu sagen, wir haben schon bei Olli, der es gerade angerufen hat, schon ein bisschen was gemacht. Genau, genau. Und bei dem André Chaser. Genau, ja. Da waren wir auch schon dran. Und ja, bis heute. Ja, gar keine Frage. Die Qualität der Abgasanlagen ist 1A. Der Sound ist auch super. Ich habe hier nochmal spezielle Vorstellungen, wie ich das umsetzen möchte. Ich fahre da, wir filmen das in der Kurve. Ja, machen wir das reicht. Das ist. So, noch, ja, jetzt musst du eine Kolonne abwarten von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Autos. Kein Problem. Ja, wie gesagt, wegen der Abgasanlage, da wird man noch extra separat ein Filmchen drehen, einfach Stories machen, alles erklären, wie wir das machen, was für Materialien wir benötigen, etc. Und ja, wenn jemand Interesse hat, meldet euch einfach mal. Können wir ja für jedes Fahrzeug wirklich. An sich ja, genau. Es gibt einfach mal Fahrzeuge, wo wir schon dran waren,
wo das einfach quasi ja, alles klar, da muss man nur das Kochrezept aus der Schublade ziehen und kann anfangen zu kochen. Und bei anderen Fahrzeugen muss man sich halt noch mal ein bisschen, anschauen, was sind die Zutaten, die wir benötigen und was soll am Ende denn für ein Gericht rauskommen. Genau, zum Beispiel bei dem Eugen, seinem Evo, was ist das, 7? Ja, es ist ein Evo 7 mit genau. 8er Technik ein bisschen. Richtig, ne? Genau, haben wir auch so alles gemacht und morgen kommt zum Beispiel ein Evo wieder zu uns zum Besuch. Really Sport, das ist so 10er Basis quasi. Ja. Der wird auch zum Beispiel Auspuffanlage bekommen. Ja. Der hat aber eigene Komponente sich da vorgestellt, da werden wir gucken, wie. Also das heißt nicht, dass wir das nicht können, sondern man muss ein bisschen anpassen. Ja, so. Natürlich. Ja, so viel dazu. Aber was interessant ist, du hast bei dir oder für deinen Wagen hast du zwei unterschiedliche Scheinwerfer. Einmal Halogen und einmal LED. Ja, das manche fragen uns, ob wir diese LEDs nicht nur umbauen, einbauen, sondern auch quasi legalisieren können. Kann man machen, nur es ist irgendwie so ein bisschen von Gesetzlage abhängig. Damals haben wir für dich gemacht, war kein Problem. Ja. Dann hat es angefangen, Probleme zu geben. Ja, das lag aber an den Teilen, die ich eingekauft habe. Tatsächlich, das muss ich einfach mal so ganz klar sagen. Es gibt LED-Scheinwerfer mit E-Nummer, die symmetrisch ausleuchten. Mhm. Und es gibt LED-Scheinwerfer, die halt wie bei uns üblich nach rechts leuchten. Mhm. Die sind auch nach wie vor mit E-Nummer legal einzutragen auf den Fahrzeugen. Die kosten aber bestimmt ein bisschen mehr, oder? Die kosten richtig viel mehr. Da kostet nämlich ein so ein LED-Modul fast 500 Euro. Wenn man jetzt zwei braucht oder vier, könnt ihr euch überlegen, wie teuer euer Scheinwerferumbau wird. Die kleineren Linsen, die ich verbaut habe, sind halt vorgesehen für das so technische Landmaschinen und langsame Fahrzeuge. Deswegen sind die auch aktuell nicht in dem Auto drin, sind halt nicht im Bereich des Straßenverkehrs zu benutzen. Ganz einfach. Und deswegen, also die Frage, ob das geht, es geht. Wir können halt nur dann mit richtigen Teilen arbeiten. Es ist dann nicht günstig, aber es geht, wenn jemand das möchte. Und für die LED-Scheinwerfer braucht man keine Reinigungsanlage. Für die Scheinwerfer, das ist ein Vorteil, genau. Nachzurüsten. Damals auch, es gibt ja ein Video bei uns auf dem Kanal vom Mark II, vom Arthur vom JDM Shop, der 100er Mark II. Mhm. Der hat die auch 90 mm LED von Heller verbaut, auch legal Bescheinigung dazu von Heller bekommen, dass wir keine Scheinwerferreinigungsanlage brauchen. Vorteile da sind, man kann einen Tagfahrlichtring sogar noch haben. Man kann einen Ring haben, der blinkt zum Beispiel. Es gibt das, glaube ich, mittlerweile sogar im Wechsel. Und dann weiß man auch, warum diese Module so teuer sind. Ja. Das ist halt sehr, sehr moderne Technik. Ja, ist viel. Auch anschließend das Ganze. Und anschließend ist ja viel mehr Arbeit. Auch viel mehr Arbeit. Dass man die in den kleinen Scheinwerfern unterbringt, ist wirklich Arbeit. Ja, und anschließend. So. Du schmeißt mich wieder raus, ja? Ja, und ich fahre jetzt einfach mal einmal weg, einmal zurück. Kannst ja filmen, weil ist zwar so gesehen nichts Großartiges für Rennmaschinenleute, die so, oh, geil Sound, aber der hat eigenen Style, einen eigenen Sound. Und ja, zwar, und das Auto in Bewegung zu sehen, sieht auch immer ganz nett aus. Machen wir. Ich gehe raus. Ach, ich will wieder mich selber eingesperrt. Alles gut. Ich hab's schon. So, bis gleich. Überrascht. Der ist lauter als gedacht hätte. Ich bin positiv überrascht. Damit ich nicht geklaut werde, habe ich mich eingesperrt. Ich höre das Fahrzeug jetzt selber das erste Mal von außen. Es ist ja selten, dass das eigene Auto sonst mit Volllast an einem vorbeifährt. Man hört sehr deutlich, dass das ein rein Sechszylinder ist. Den Turbo nicht unbedingt. Mhm. Aber es ist so, sage ich mal, wie das bei kleineren Auspuffanlagen üblich ist. Vorsicht, ein Radfahrer von links. Und zwar hast du dieses typische Fauchen und was man auch hört, ist einfach, die Reifen kämpfen schon um Traktion und du hast dieses Kratzen auf dem Boden, was sich noch da runter mischt. Also es ist so ein Fauchen aus der Abgasanlage und die Reifen kämpfen um Traktion. Und das klingt schon für Serie, dachte ich, wäre der viel leiser. Ich dachte, das wird viel
Ja, weil der sehr gut abgedämmt ist, muss man sagen. Ja, ich habe es gerade eben erzählt, dass das ein riesiger Endschalldämpfer auch ist und man im Innenraum weniger mitbekommt. Ja, aber das ist ja trotzdem ein anderes Fahrzeug als so ein typisches Subaru oder weiß was ich was, Supra und sowas. Also was ich sagen kann, Toyota kann sehr gute Limousinen bauen. Ja. Seit Jahren, seit Jahrhunderten, weiß ich nicht. Ja, fast. Naja, ich würde sagen, 20, 30 Jahre kann man mindestens und selbst Autos davor kann man noch zu den sehr guten Limousinen zählen und der heutige sowieso. Aber auch Sportfahrzeuge natürlich auch. Ja, und deswegen sind hier halt diese Sportmotoren in einer ganz normalen Limousine gelandet. Und das war ja auch bei mir der Kaufgrund und auch beim Nico. Ich kann das nur immer wieder betonen, das ist das günstigste Fahrzeug auf dem Markt. Guck mal, was da steht, so ein geiles Auto. Das sieht wirklich gut aus dahin. Also das ist das günstigste Fahrzeug auf dem Markt, in dem der 1JZ GTE ist. Als nächstes kann man den JZX 110 Mark II nehmen, dann einen Aristo mit 2JZ und danach fangen erst die Chaser, Cresta und Mark II JZX 100 an. Deswegen ist das ja einfach ein ganz starkes Argument. Wir reden halt, wenn wir das jetzt mit einem Chaser vergleichen, dann reden wir von 10.000 bis 15.000 Euro Differenz im Kaufpreis. Zugelassen in Deutschland. Da kriegst du also zwei von denen hier vielleicht. Na, zwei ist ein bisschen knapp. Eineinhalb. Aber anderthalb oder einen mit Tuning. Einen mit Tuning oder zwei ganz Serie kann man fast für einen sehr guten Chaser mit Handschalter bekommen. Guck mal, du hast Publikum. Die Taube. Ist weggeflogen. Aber die hat dein Auto angeschaut. Ach, das sieht schon gut aus. Ja, also vom Style, wenn wir jetzt drauf zufahren. Ne? Es ist ein anderer Style, ja. Ja. Aber ich fühle das sehr und auch andere Leute, die das einfach mögen. Ey, du machst einfach den nächsten immer Kamerafahrt so. Das ist so geil. Perfekt. Warum laufe ich eigentlich immer drumherum? Dann werden wir noch fett. Und weißt du, du hast mich ausgelacht, wenn ich mit dem Skateboard drumherum fahre, aber das ist ideal. Nur, dass hier zu dreckig für Skateboard ist. Und jetzt? Die haben falsche Linien gezeichnet. Das Auto stand schon so. Also, bist du gerade da dabei? Ja, ich habe schon angemacht. Du kannst, wenn du dich nach bisschen noch links, bisschen nach links, also da. Ja, andere links. Genau da, da ist gut. Jetzt habe ich beide Autos. Also Reisebus und Reisebus mit härteren Federn. Ja. Also Leute, wir haben euch probiert, so ein bisschen Unterschiede zu zeigen, so ein bisschen die Fahrzeuge zu präsentieren, einfach mal, damit man ein bisschen, ja, sage ich jetzt so, fühlt, wie das gleiche Auto anders aussehen kann, ohne viel Schnickschnack zu machen, ohne viel zu investieren, in dem Sinne so gesehen, weil vernünftiges Fahrwerk und Felgen kosten Geld. Punkt. Es gibt nichts anderes. Ja, ich glaube, ich habe auch gerade den Videotitel im Kopf, von Opa-Fahrzeug zur Tuningbude mit drei Teilen. Kannst du machen, das ist kein Problem. Also Fakt ist einfach, wir wollten euch das ein bisschen so zeigen, präsentieren. Und wie gesagt, danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn Fragen da entstehen, spricht mit uns, telefoniert mit uns, schreibt E-Mails oder Kommentare. Sonst, was soll ich noch sagen? Naja, sag tschüss. Ich fahre weg, ich muss weiterarbeiten. Ja, dann geh arbeiten. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, Martin. Tja, dann fahre ich jetzt wohl mit dem hier nach Hause. Auch nicht schade. Folgt mir auch nochmal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.